Hallo. 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 Ja. Für viele, die es nicht wissen, Katzen singen. Vor allem nachts auf den Zäunen der Welt, ne? Und ja. Ich singe persönlich lieber in der Küche oder hier im Wohnzimmer, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Und ich kann auch schnurren. Will ich aber nicht. Schnurren ist was für Anfänger. Schnurren ist was für Anfänger. Ich kann auch Bauch reden. Aber ich bin natürlich eine Katze. Aber eine singende Katze. La, la, naja, meine Umgebung ist nicht so sonderlich erfreut, wenn ich singe. Na, aber wen stört schon Umgebung, wenn man Gesang, Musik in sich trägt? Liebe Leute, man muss Musik in sich tragen. Nur so kann es funktionieren. Wollte ich eine Runde schnurren? Nein, ich glaube, ich schnurre nicht. Ich glaube, ich werde mal. Ach, was singe ich denn jetzt mal? I'm singing in the rain. La 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 la. Ja, es regnet draußen, es regnet draußen, es ist scheiße. Scheiße. Aber wir könnten auch was anderes singen. Von Sonne zum Beispiel. Somewhere over the rainbow. Da habe ich wieder mal, wie soll ich sagen, mit dem Bauch gesprochen. Also nochmal. Somewhere over the rainbow. Ja. Wenn jetzt einer sagen sollte, liebe Leute, du singst scheiße? Hey Mann. Hey Mann, hey Mann, hey Mann, ich bin eine Katze. Na, haben das jetzt alle verstanden? Also nochmal. Müssen wir ein paar Übungen machen. Ein paar Übungen machen sind wichtig. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Dumm. La, 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 la. Sollte ich mich jetzt schämen? Ach, nö. Ich glaub nicht. Soll ich mir noch... Schatz, ich bin eine Katze, ich darf das. Ja, meine lieben Leute, das ist alles ganz schön. Nicht nur, weil ich eine singende Katze bin, sondern... tja, das Neujahr hat gerade angefangen und mein Besitzer, oder soll ich sagen, mein Haustier, Spielkind 45, der hat es irgendwie nicht geschafft, noch ein richtiges Aufnahme-Session-Stündchen zu machen. Und daher gibt es dieses, sagen wir mal, diese Woche noch keine neuen Videos. Aber dafür habt ihr mich, liebe Leute. Ja, ja, dafür bin ich jetzt da. Und bin ich nicht süß? Möchtet ihr nicht sehr, sehr gerne dieses Fell kraulen? Nein, Spielkind hat es nicht geschafft, ne, aber es geht natürlich weiter auf diesem Kanal. Da soll ich euch von ihm berichten. Berichten? Berichten? Howdy, howdy. Aber mein Job ist nicht, den Berichterstatter zu spielen, sondern ich bin Sänger. Ich bin Sänger.
weiter, das Leben des Lebens, wenn. Ja, vor allen Dingen als Katze ist das eine sehr, sehr gute Sache. Das kann man so sagen. So, und ja, ihr seht es da unten, ne? Da, wo ich jetzt hingucke, ne? Face Rick. Face Rick ist wunderbar, so wunderbar. Naja, nur weil dieser Penner Spieken 45 nicht dazu gekommen ist, was aufzunehmen, muss ich jetzt hier für euch den Kasper machen. Oder die Katze. Die Kasper, Katze. Katzen, Kasper, wie auch immer. Ja, ich bin eigentlich Sänger, ne? Ich bin und Bauchredner, habt ihr gesehen, ne? Bauchredner bin ich la, la, Somewhere over the rainbow hat man schon. Was singen wir denn jetzt nochmal? Was sagte Trubadix nun denn wohl an? Was soll ich jetzt singen? Pass mal auf. Ich muss mich ein wenig räuspern, das tut mir auch leid, aber ja. Spielkind, der alte Penner, ne, hat mir gesagt, ich soll ihm ein paar Faxen machen. Weil, ne, er hat sich sagen lassen, Katzenvideos kämen sehr gut an auf YouTube. Wenn ich nicht immer lippensynchron sein sollte, seht's mir nach, weil, ja, ich übe halt noch. Und das ist mein erstes Mal, dass ich hier live auftrete und das, ich glaube, als Sänger bin ich besser. Naja, ich werde es dem Spielkind auch schon ausrichten, dass er mal wieder ein bisschen aufnehmen soll. Aber er hatte keinen Bock, ne? Er hat einfach keinen Bock gehabt und auch keine Zeit. Und keine Zeit ist ja immer eine gute Ausrede für keinen Bock. Ja, nein, aber ich kann mal nicht weiter. So, ja. Was könnte ich sonst noch über Spielkind sagen? Entschuldigen Sie bitte, ich musste mich räuspern. Ja. Soll ich noch ein bisschen schnurren? Nein, ich bin keine Schnurkatze, ich bin eine Singekatze. Singe, wem Gesang gegeben. Wer es nicht kann, soll einen heben. Das war ein echter Heinz Erhardt. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr könnt ja mal sagen, ob ihr mich mögt oder... Wer gerne mal mein wunderschönes Fell kraulen möchte, der schreibt es doch jetzt bitte mal in die Kommentare. Und soll ich noch was zum Abschied singen? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. It's time to say goodbye. Nein, das kann ich nicht singen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier GEMA-Probleme kriege, weil, ne? Katzenmusik? Hat die GEMA auch Katzenmusik in ihrem Repertoire? Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht sagen. Liebe Leute, ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von mir und auch vielleicht meinen Kollegen sehen wollt, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Und von Spieken sollte ich euch noch sagen, seht ihm nach, dass er diese Woche nicht zum Aufnehmen gekommen ist. Aber er hat ein paar schöne Spiele für euch in petto und die werden euch... bestimmt erfreuen irgendwann dann. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Renne. Macht es gut, euer singender Katzenmensch. Ich hab noch keinen Namen. Ihr könnt euch ja einen Namen für mich ausdenken. Dann schauen wir mal. Liebe Leute, macht es gut, ne? Sagt die singende Katze.